Alsjeblieft! Let's go! Het is zeer schoon. Nee, het is niet wat toch. Hoe zou je spiegel? Hoe zou je spiegel in boetsen, hè? We doen dus. Hij staat extra gewoon niet hinter. We doen dus Saskia Schneider abstauben. Guck mal, so ein schönes Titel. Saskia Schneider, Tochter von Jürgen Schneider. Ja. Die machen wir jetzt schön sauber. Aber die Backe noch hat sich lang und schön gemacht. Ja gut, dann ist ja in diesen Ruf gehabt. Aber wir wollen jetzt ein wenig abtauchen und einen neuen Rouge verpassen, weil man wie die nachher schön aussieht. Oh Gott, wollen wir so zeigen. Guck mal, dir wirst du laufen. Guck mal, Klettverschluss halten. Oh je, Maria, das ist Hartz IV laufen. Hartz IV laufen. Wenn ich mal so aussehe. Hartz IV, wa? Hartz IV, komm. Nimm mir auch den Kreis Bimse wohl nicht hoch. Dann nimm mir den Kreis Bimse wohl nicht hoch. Ja gut, da ist die nächste Politik, jetzt wird Hartz V. Da fliegt der auch drunter. Ja, die Sälle sind nur weniger wert. Wer macht und warst da warum? Wer macht die Laufer, ich? Du, die Karies vom Fenster. Wer macht sich die Laufer? Ja, der Kopf. Ah, gerade der, ja. Da, wo du mal hast. Komm, hüpf mal mit. Hüpf uns mir auf die alte Glocke, die man schnell mitnehmen will. Du hast 3 Meter auf der und lecker machst du da lang. Jetzt sind wir ein wenig später, es ist der Blatt total so. Ja, mein Gott. Aber voll. Ich kann nicht sagen, hätte jeden auf der Arbeit, wa? Ja, das ist furchtbar, was? Nur drinnen, was? Es ist in der Ungras. Nein, nein. Denn heute wird nach dem Rätegut. Dann Gladli, Glocke und Lauf am Stauben, wir sind da Fachleute, dürfen es glauben. Sind Musterknaben ohne Zunft, mit Verstand und auch Vernunft. Wenn's kein Stoff fast nicht weitertreiben, denn der soll hier auf ewig bleiben. Bevor's in der Stube gleich geht rund, gehen wir euch nochmal Nachrichten kund. Der Jahrgang drum, das ist der Lauf. Heut, vor 10 Jahren, was kann der Rest nicht auf? Die Stadtleute haben es einmal grausig gemacht. Wir haben darüber gerade noch gelacht. 25 Jahre ist es heut auch schon her, dass der Festus gegangen ist in die Abstauberlehre. Das Jahr geht's guttig. Da haben sie abstauben nicht vergessen, denn in 1,5 Wochen ist schon das Narrentreffen. Ja, ich bin erst, ja. Ich bin sehr gut zu kennen. Ja, ich bin sehr gut zu kennen. Ha! Guck doch. Wenn du heute raus spuckst, ist der Siege an Weihnachten besoffen, erst ja. Und da noch alles raus. Geil! Ja, Siege! Ich hab nicht so lange warten müssen. Ihr müsst nicht viel mehr wissen. Schnupfer! 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 Siege? Was ist da drin? Ja, ich bin Schnupfer! Richtig Schnupfer! Ja, ja! Der, wo filmt, hat ein wenig einen Schatten drauf. Dann kommen wir euch alle zum Unterhof.
Narrenau. Narrenau. So, Kamerad, jetzt kommen wir dran. Fangen mit dem Olympia an. Putze zuerst das zweite Gesicht, dass du nachher auch etwas sieht. Westlicher Fahrfreunde, versammelt den Narren, hochverehrtes Publikum. Nach einem langen Jahr närrischer Abstinenz dürfen wir mit dem heutigen unsere Seele auf die hohen Tage einschwingen lassen. Behutsam wollen wir die Glocken rühren, um für diesen Akt närrischer Freude den einleitenden Sau zu finden. Verstoß, Dankeschön, ich sag dir Dankeschön. Das hat mir so ein Wurst auf. Wie groß waren oft die Entbehrungen, Enttäuschungen oder Demütigungen zwischen Aschermittwoch und Dreikönig, die zuweilen bis ins Unerträgliche gingen. Wäre da nicht ein hoffnungsvoller Stern am Himmel gestanden,
dem auch die drei Weisen folgten. Oh. Man hätte manchmal der Verzweiflung nahe sein können. Oh. Viele Seiten fröhliche, krätige, trugsmulige, Besserwisser, aufrecht Dürre und spätberufene Pharisäer würdet am liebsten vor das Licht stehen, das uns den neuen Himmel erhält. Ihr Schlachtruf, Trübsal statt Fassnet wäre denkbar. Wir aber, dem Brauchtum verbunden wir Abstauber, lassen von den hohen Tagen nicht ab und bekennen uns zu unserem Motto.